liebe Waage, ich begrüße dich ganz herzlich zu deiner Legung in Sachen Liebe für die Monate Dezember und Januar. Weihnachten steht vor der Tür, das neue Jahr steht vor der Tür oder es ist schon da, je nachdem, wann du das Video guckst. Und so schnell ist es wieder vorbei, ne? Ja, deine Karte aus dem Deck Weisheitskarten der Seele. Da haben wir die Karte Hausputz, da gehe ich gleich näher drauf ein. Sage jetzt wie immer erstmal was zur Legung. Also, nachdem ich auf diese Karte eingegangen bin, ziehe ich eine Neunerlegung aus dem Tarot, kläre im Anschluss, was ich gerne klären möchte mit dem Lenormand und ziehe dann noch drei Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Eine für deine Beziehungsenergie, eine für die Beziehungsenergie an sich und eine für dein Gegenüber. Auf die Karte deines Gegenübers gehe ich in der weiterführenden Legung ein, lege das keltische Kreuz drumherum, schaue, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt es her, wo geht es hin und noch einiges mehr und ziehe eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Den Link dazu findest du in der Infobox. In der Infobox findest du außerdem den Link zu den Jahreslegungen. Wenn du eine Jahreslegung für 2024 haben willst, buche möglichst frühzeitig, damit sie auch rechtzeitig fertig ist, wenn das neue Jahr beginnt. Wenn du mal eine Jahreslegung zu deinem Geburtstag haben willst, buch die möglichst auch frühzeitig. Ja, dann findest du wie immer den Link zu den Kanalmitgliedschaften, zu den anderen privaten Legungen und noch zu einigen mehr in der Infobox. Schau da einfach gerne mal rein. Ja, und dann würde ich sagen, du guckst, dass du dich zurücklehnst, dass du das Ganze hier auf dich wirken lassen kannst, dass du spüren kannst, ob das deins ist oder nicht. Und ich fange mit der Legung an. Die Karte Hausputz spricht im Großen und Ganzen von Aufräumen. Das muss nicht das Zuhause sein, in dem du wohnst. Das kann natürlich auch emotional oder irgendwie gemeint sein. Ich spüre mich mal rein, was hier für eine Energie hinter ist. Oh, ich habe das Gefühl, dass du sehr gefestigt in dir bist, auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und dass du sehr genau weißt, was du aussortieren möchtest. Und dass es jetzt auch mit einer gewissen Aggression passiert, was jetzt nicht heißt, dass du auf andere Leute mit einem Kochlöffel losgehst, sondern dass es heißt, dass jeder dein Standing merken kann und merkt, oh, die meint's ernst oder der meint's ernst. So kann ich jetzt hier mit der Person nicht weiter umgehen. Sowas in der Richtung ist die Energie dahinter, jedenfalls fühle ich das so. Und ich werde jetzt aber erstmal die Neunerlegung legen und schauen, was hier kommt. Da wird das Ganze ja noch weiter ausdifferenziert. Ich fange an mit der Hauptenergie der Neunerlegung. Und da haben wir schon die Familie. Nein, da haben wir erstmal die 10 der Münzen. 10 der Münzen kann aber auch für das Thema Familie stehen. Ist auf jeden Fall, dreht sich das hier häufig um Beziehungen in starker Münzenergie. Ne? Münzen sind dem Erdelement zugeordnet. Wir haben es hier mit Sicherheit, Stabilität, Strukturen, aber natürlich auch irgendwie Wachstum zu tun. Gut, Wachstum kannst du überall rausnehmen. Ne? Aber hier haben wir erstmal in der Regel eine Beziehungskarte. Kann auch mal ein bisschen was anderes sein. Das werden wir aber in der Deutung sehen. Und zu der Deutung kommen wir, wenn ich alles ausgelegt habe. Jetzt lege ich erstmal nur die Legung aus, sage etwas zu den Positionen und Grundbedeutungen der Karten. Und wenn alles liegt, kommen wir in die Deutung. Also die erste Karte der oberen Reihe, das Rad des Schicksals. Obere Reihe, eine Reihe, die eine Entwicklung, emotionale Dynamik, Situation aus der Vergangenheit repräsentiert. Rad des Schicksals hat sich mal weitergedreht. Beziehungsweise ja, wollte sich weiterdrehen und da haben dann Zahnräder angefangen, wahrscheinlich anders ineinander zu greifen. Wir werden dann sehen, was das für dich genau heißt. Dann haben wir den König der Kelche. König der Kelche für einen Menschen, der sehr emotional ist und da auch gut drin ist, das Ganze aber gegebenenfalls nicht so nach außen, nicht so mit den Emotionen nach außen geht. Ist auf jeden Fall erstmal jemand, der sehr zentriert in den Gefühlen steht. Kann für dich stehen, muss aber nicht, kann für Männlein stehen, kann auch Teilaspekt von Weiblein sein. Dann haben wir auf der nächsten Position die 5 der Stäbe. Die 5 der Stäbe für den Prozess des Zueinanderfindens, des Aufeinanderkommens. Dann haben wir die erste Karte in der momentanen Entwicklung. Da haben wir die 3 der Stäbe.
Die drei der Stäbe stehen für eine Ausrichtung, für einen Schritt nach vorne in eine bestimmte Richtung, während man mit den zwei der Stäben quasi da sitzt und beide Möglichkeiten hat oder mehrere Möglichkeiten hat und sich noch nicht bewegt, hat man sich mit den drei der Stäben bewegt. Dann haben wir mit den sieben der Stäben eine Abgrenzung, den eigenen Raum für sich einnehmen, sich auch einen Heilungsraum mal schaffen. Genau. Dann haben wir die erste Karte der potenziell zukünftigen Entwicklung, die 10 der Kelche. 10 der Kelche für eine Beziehung in starker Gefühlsenergie quasi. Kelche stehen ja für das Element Wasser. Wir haben es ja mit Dynamik zu tun und mit einer Erfüllung, die diese Beziehung bringen kann, die es aber in der Regel auch erfordert, dass man in sich selbst diese Erfüllung auch zulassen kann. Dann haben wir die eben schon benannten zwei der Stäbe. Zwei der Stäbe, eine Situation, wo man vielleicht schon weiß, wo man gerne hin möchte, aber den entscheidenden Schritt noch nicht gemacht hat oder eben noch nicht so genau weiß, wo man gerne hin möchte. Und dann haben wir die 5 der Münzen, die für eine Art Mangel stehen. Es kann tatsächlich mal für Krankheit stehen, kann aber auch dafür stehen, dass man sich einsam fühlt, dass man wen vermisst. Es kann auch mal bedeuten, dass Dinge weggebrochen sind und das auch erstmal gut so ist. Aber wir gucken jetzt. Und jetzt erstmal in die Hauptenergie. Da haben wir die 10 der Münzen. Ich spüre mich rein und werde auch gleich zwei Lenormand-Karten dazu ziehen. Oh, irgendwo kommt ganz viel Klarheit rein. Das ist die gleiche klare Energie wie bei der Karte Hausputz. Das muss hier für mich, das kann tatsächlich eine Paarbeziehung sein. Das kann aber auch sich auf andere Beziehungen ausstrecken. Für mich ist hier die emotionale Komponente sehr, sehr stark. Und diese emotionale Komponente wendest du auf Menschen an. Das ist jetzt, also hat jetzt nichts mit einem alten Sofa zu tun, was du nicht mehr haben willst. Es geht hier um menschliche Beziehung, um zwischenmenschliche Beziehung. Das ist jedenfalls mein Gefühl dahinter. Und du bist nüchtern und klar. Das ist eigentlich die Energie, die haben wir hier, die haben wir hier. Es ist ein Mega-Standing und es ist ein Standing, an dem die Leute erkennen können, oh, okay. Ja, okay, so ist das. Ne? Muss ja auch nicht nur schlimm sein, aber ich habe das Gefühl, hier ist es auch irgendwie eine Abgrenzung. Hier haben wir das Haus, kann fürs materielle Zuhause stehen oder ein Zuhausegefühl, was du dir im Laufe deines Lebens geschaffen hast oder auch Komfortzone, Abgrenzung. Und dann haben wir mit dem Kreuz, können wir Belastungen haben, aber auch den Weg, den Seelenweg, den Schicksalsweg. Oh, das Haus ist sehr starke Abgrenzung. Dreht sich hier massiv um das Thema Abgrenzung. Ob das auch im häuslichen Bereich bei dir ist, da musst du schauen, im tatsächlich wohnhaft häuslichen Bereich. Auf jeden Fall ist hier ein starker, unglaublich starker Rückzug für deinen Weg. Das tust du für deinen Weg. Du spürst deinen Weg, du spürst, wer du bist. Wenn du hiermit in Resonanz gehst und mit den Legungen, die auch schon vor längerer Zeit gekommen sind, in Resonanz gegangen bist, dann wissen wir, dass du wirklich sehr, sehr viel Härte auch hinter dir hast. Und das ist jetzt sehr schön. Ich glaube, vor einem Jahr sah das hier bei dir noch sehr, sehr anders aus. Und das hier ist wirklich ein, nein, ich habe mich total entwickelt. Ich bin in meine Prozesse gegangen. Ich bin durch meine Tiefen gegangen. Und das ist mein Weg. Der hat sich für mich rausgestellt und den gehe ich auch weiter. Fühlt sich unglaublich gesund an, in unglaublich guter Verbindung mit dir. So. Und das Thema Weihnachten, je nachdem, wann du es guckst, steht einfach vor der Tür. Und da es ist ja eine prädestinierte Zeit dafür, dass so ein Familienthema oder man nochmal mit familiären Belastungen konfrontiert wird. Ne? Familienthema auf dem Tisch ist oder eben man nochmal face to face mit
gegebenenfalls alten Belastungen ist. So, die Reihe aus der Vergangenheit. Wir haben das Rad des Schicksals, den König der Kelche und die Fünf der Stäbe. Bei dem Rat des Schicksals habe ich das Gefühl, du hattest eigentlich gar nicht wirklich eine Wahl. Du musstest dich weiterentwickeln, weil eine Situation vorher für dich nicht mehr tragbar war, aus irgendwelchen Gründen. Das Rat des Schicksals ist ein, ich muss aufwachen, es geht nicht anders. Ja, ich lasse das mal so stehen. Wir kommen zum König der Kelche. Der König der Kelche. Ich muss auch mal reinspüren, ob das deine Energie ist oder ob ich die eher für wen anders spüre. Ich ziehe mal zwei Lenormand-Karten dazu. Ich habe das noch nicht ganz klar. Wir haben die Störche mit den positiven Veränderungen und die Sonne mit Durchbruch, mit Erfolg. Aber ich habe es leider noch nicht ganz klar, ob das jetzt deine Energie ist oder nicht. Warte mal. Ich habe das Gefühl, dass es deine Energie ist und das ist egal, ob du Männlein oder Weiblein bist, weil es hier um die Dynamik, die der König der Kelche im Tarot aufzeigt, geht. Die Königin der Kelche hat eine ganz andere Dynamik, weil die auch sehr nach außen fließend ist. Und ich habe hier das Gefühl, dass es einfach, dass das du bist, eine Person, die stark die Gefühle zurückhalten musste, die sehr emotional war, aber die Gefühle stark zurückhalten musste. Und das ist nämlich das Gefühl beim König der Kelche. Und bei den beiden Karten haben wir hier es kommt aber eine Veränderung rein. Mit den Störchen kommt ein unglaublich großer Frieden rein, der überhaupt erstmal anfängt reinzukommen oder hier angefangen hat reinzukommen. Und hier, die Störche sind auch sehr verbunden mit dem Kreuz, mit dem Weg, den du spürst, der nämlich dein Weg ist. Ich glaube, du kommst aus einer Lebenssituation, das könnte sein, wo du wirklich gelitten hast, wo du emotional in Beziehungen drin warst, die für dich nicht gut waren, wo du dich so aufgestellt hast, sagen wir mal so, dass es für dich auch nicht gut war, wo du eher in Überlebensmechanismen drin warst, wo du eher in Kampfhaltung inneren drin warst, in Verschließmechanismen, aber schöne freie Beziehungen waren das nicht. Was nicht heißt, dass du keine schönen freien Beziehungen hattest. Zu anderen vielleicht. Es kann sich hier tatsächlich stark auf die Herkunftsfamilie drehen oder um die Herkunftsfamilie drehen oder um eine partnerschaftliche Beziehung, in der du lange warst, wo du dich sehr verschlossen hast. Und in diesen verschlossenen König der Kelche kommt Veränderung rein, ist hier Veränderung reingekommen. Du musstest dich weiter bewegen, es geht nicht anders und du konntest anfangen, dich zu verändern. Die Sonne ist das Licht am Ende des Tunnels. Mit den Störchen kommt ein Frieden rein, den du spürst. Du fängst an, du hast angefangen, deinen Weg zu spüren und du hast angefangen, deinen Weg zu gehen. Und für mich ist die Sonne hier, fühlt sich an wie das Licht am Ende des Tunnels, was du endlich sehen kannst, weil du angefangen hast, entscheidende Schritte zu gehen. Die Fünf der Stäbe. Und mit den Fünf der Stäben ging es hier für dich. Erstmals ist vielleicht übertrieben gesagt, das weiß ich auch nicht genau, aber du hast auf jeden Fall angefangen, auf neue Art und Weise mit den Menschen in Kontakt zu gehen. Auf neue Art und Weise, dich selbst ins Geschehen reinzubringen. Ich ziehe nochmal zwei Lenormand-Karten dazu, vielleicht kommt da noch was, aber du bist wie erwacht innerlich. Wobei du auch nicht erwacht warst, aber es ist so, dass dadurch, dass du dich nochmal neu kennenlernst und anderes Feedback von außen bekommst und vielleicht auch andere Leute kennengelernt hast,
die eher den gesunden Teil in dir fördern, konntest du hier anfangen aufzublühen. Das ist mein Gefühl im Kontakt mit anderen. Wir haben einmal die Routen für Auseinandersetzungen oder Prozesse. Das Buch, das kann für was Verborgenes stehen, für Wissen, für ein neues Kapitel, ein Kapitel, was neu geschrieben werden möchte oder ein Kapitel, was geschlossen werden möchte. Nein, da sind Dinge in dir erwacht. Mit den Routen nehme ich eine ganz große Aktivität wahr, die aber in dir ist. Die kannst du auch nach außen getragen haben, aber es muss ja erstmal in uns sein, bevor wir was nach außen tragen können. Und mit den Routen nehme ich eine ziemlich große Aktivität wahr, die dir auch total gut getan hat, weil das, was du angefangen hast zu tun, sich um dich selber gedreht hat und nicht mehr darum, den Fokus auf anderen zu haben, um entweder ihnen ausweichen zu können oder um sich schützen zu können oder irgendwie auf die anderen einzugehen, damit die Reaktionen von denen nicht so schlimm werden. Hier hast du angefangen, dich um dich selber zu drehen. Das ist mein Gefühl. Und das Buch ist etwas, was geöffnet werden möchte, aber in Verbindung mit etwas Verborgenem auch. Etwas, was du in dir verborgen gehalten hast, was sich nicht zeigen konnte, das kann sich jetzt zeigen. Und das bist du. Das ist für mich diese Position. So. Jetzt kommen wir in die mittlere Reihe mit den 3 der Stäben, den 10 der Münzen und den 7 der Stäben. Mit den 3 der Stäben bist du schon relativ klar für dich aufgestellt und es geht jetzt weniger um den, habe ich das Gefühl, um das, was hinter dir liegt. Wobei das hier natürlich nochmal zentral in dieser Legung ist. Aber an sich geht dein Blick schon gut nach vorne. Mein Gefühl ist hier, dass dein Blick nach vorne sehr stark geht und dass du da auch quasi, also mit dem, was hinter dir liegt, da bist du sehr klar aufgestellt. Aber das hatten wir am Anfang schon gesagt. Wir haben hier einmal die Wolken für Unklarheiten. Und dann haben wir den Baum für Wachstum, Heilung, Stabilität. Und der Baum ist hier für mich auch die präsentere Karte von den beiden. Mit dem Baum habe ich wieder dieses starke Klarheitsgefühl, was sowohl beim Hausputz als auch bei der 10 der Münzenkarte ist. Ich nehm dich hier als sehr stark, sehr stabil wahr. Ich nehme dich so wahr, dass du dass du ein klares Standing in dir hast und es gibt aber eben auch noch ein Stück diesen Rest. Diesen Rest, um den sich auch noch abschließend gekümmert werden möchte. Aber, und das ist deine große Stärke, und das Stärke bzw. Ressource habe ich das Gefühl, du hast total klar, wo du hin willst. Dieser Weg ist dir total klar. Und deswegen ist es zwar so, dass noch was gelöst werden möchte und noch was transformiert werden und geheilt werden möchte und es da schon noch ein bisschen um alte Sachen geht, aber dein Blick ist dabei trotzdem immer nach vorne gewandt und auf deinen Weg besonnen. Ne? Das ist hier irgendwie wichtig. So, dann kommen wir zu den 7 der Stäben. Mit den 7 der Stäben nehme ich dich eigentlich ganz schön entspannt wahr, weil du dir deinen Raum geschaffen hast und auch gehalten hast. Du bist in deinem Raum, es kommt vielleicht nochmal irgendwas von außen. Ne? Wie gesagt, Familie steht vor der Tür, Weihnachten steht vor der Tür. Irgendwie ist man da entweder wirklich tatsächlich akut, dass man alte Familienmitglieder sieht oder Familienmitglieder sieht oder man ist noch mal in Gedanken oder wie auch immer, irgendwie rüttelt ja diese Zeit. Ne? Bringt ja immer viele Erinnerungen auch nach oben und ich nehme dich hier aber sehr gesettelt in dir selber wahr. So, die 10 der Kelche, erste Karte der potenziell zukünftigen Entwicklung.
irgendwie wie ein Teil in eurer Beziehung, ist sehr stark und der andere traut sich noch nicht so richtig. Da ist so wie die Energie zwar da, aber ein bisschen gedimmt. Wir haben hier den Anker, für den Anker an der richtigen Stelle setzen, oder kann auch mal für verstrickt sein stehen oder aber auch für was Berufliches. Dann haben wir das Herz für die Herzensangelegenheiten, die Liebe. Moment. Manche Stellen brauchen etwas länger, aber ich will es ja dann, wenn auch, richtig sagen und nicht hier der Schnelle wegen irgendeinem Quatsch erzählen. Ich habe das Gefühl, dass, dass es deine Position ist, die noch ein bisschen Sorge hat, sich einzulassen, die das noch ein bisschen dimmt. Das Herz ist da und das ist, sind auch schöne Gefühle, die ich dahinter wahrnehme. Und dieser Anker ist aber vor meinem Inneren noch etwas verschwommen. Das ist auch nicht festgekettet sein. Das ist ein das Gleiche, wie ich über dieser Person fühle, so ein Fragezeichen. So ein, aber nicht ein Fragezeichen im Sinne von ich zweifle alles an, sondern weil du so stark gerade mit anderen Themen ja hier zu tun hattest und mit so heftigen Themen, eher ein, oh Gott, und jetzt soll ich mich auf eine Beziehung einlassen? Oder muss ich mich jetzt erstmal irgendwie sortieren? Das ist das Gefühl hierhinter, dass du dich zu Ende erstmal sortieren musst. Und dass du erstmal in dieses wirkliche Ja, was so jede Zelle deines Körpers möglichst sagen könnte, möchte, sollte jetzt, naja, verstehst, was ich meine, dass du in dieses Ja, das muss erst noch komplett aufwachen. Die zwei der Stäbe. Und du nimmst dir deine Zeit. Du nimmst dir deine Zeit, um dir das alles anzugucken, um auch für dich abzuwägen, ist das jetzt das Richtige, möchte ich das gerne eingehen, wie möchte ich das gerne eingehen, wie bin ich aufgestellt, bin ich schon so weit, so eine richtig krasse Beziehung einzugehen. Mit den zwei der Stäben nimmst du dir einfach deine Zeit. Das ist jedenfalls mein Gefühl dahinter. Die fünf der Münzen. Ich habe das Gefühl, dass du dadurch, dass du dich hier noch für dich hältst und noch ein Nein dazu sagst, diese Beziehung voll und ganz einzugehen, dass du das brauchst, um den Wert der Beziehung zu erkennen. Je mehr du dir deinen Raum weiter für dich hältst, ich sehe die Karte ja nicht als negativ, die spricht ja schon sonst von Sachen, wo man sich denkt, oh Gott, das muss ich jetzt aber alles nicht haben, wenn es geht, ne? Aber hier habe ich das Gefühl, du hältst dich weiter in deinem Raum. Und je länger du in diesem Raum bleibst, je stärker werden diese Münzen, je stärker werden deine Erkenntnisse, die du, ich ziehe nochmal zwei Karten dazu, die du bekommst. Je stärker kann ein Ja werden. Manchmal muss erst ein Nein kommen, um letztendlich zu einem viel stärkeren Ja zu kommen. Und das ist das, was wir hier irgendwie liegen haben. Und das ist auch in Ordnung. Wir haben die Schlange für Verwicklungen, Verstrickungen. Und dann haben wir den Brief. Der Brief steht dafür oder kann dafür stehen, dass einem selbst etwas klar wird, etwas offenbar wird. Der kann auch für Kommunikation stehen.
Und hier steht er für mich für Klarheit. Je länger du in diesem Zustand bist, je klarer wird dir zum einen, was du gerne möchtest, und je klarer wird dir zum anderen, was du gerne nicht möchtest. Du brauchst Zeit, um selbst gesund in diese Beziehung zu starten. Das ist mein Gefühl zu dieser ganzen unteren Reihe. Und das ist total in Ordnung. Und das müssen keine 5 Jahre sein, ne? Aber eben die Zeit, die es braucht. Und wenn der andere wirklich tiefe Gefühle für dich hat, dann gibt es eine große Wahrscheinlichkeit, dass der das auch aushält, diese Zeit. Ja, ich lasse es erstmal so liegen, oder sie, je nachdem, wer hier liegt, ne? Ich ziehe eine Karte aus dem Deck, aus dem Aspektekartenset. Welcher Aspekt ist jetzt für dich heilsam? Bevor ich den lege, noch einmal kurz auf die Karte Hausputz. Ich denke, klar geworden ist, das hier dreht sich ganz stark um das Alte. Und um etwas Altes nochmal Grund aufzuräumen. Aber immer mit dem Blick nach vorne, den du schon hast, weil du in diesem neuen, quasi in dem neuen Leben auch schon gelandet bist. Und das ist total wichtig. Das sind die beiden oberen Reihe. Die untere Reihe bezieht sich auf eine, meinem Gefühl nach, Beziehung zu einem Gegenüber, was du hast, wo du auch Gefühle hast, wo du dir das vielleicht auch wünschst, aber wo du einfach noch ein bisschen Zeit brauchst. Weil du auch alles erstmal verarbeiten musst. So, welcher Aspekt ist für dich heilsam? Da haben wir die Karte Selbstwert, und da schauen wir, was das mit dir macht. Dich hier deinen Fokus erstmal auf den Selbstwert zu legen, aus irgendwelchen Gründen, liegen vielleicht ein bisschen auf der Hand, sollte aber für jeden auch was anderes ein bisschen sein, weil das jeder individuell nochmal anders empfindet und da seine eigenen Themen mit hat. Auf jeden Fall haben wir hier den Aspekt, der dir Heilung bringen kann. Ne? Die Karte lasse ich ja immer gerne bei euch. Spür mal selber nach, was sich da im Laufe der nächsten Tage bei dir entfaltet, wenn du an diese Karte denkst. So, deine momentane Beziehungsenergie, die 3 der Schwerter, da haben wir verletzte Gefühle. Dann haben wir die Energie zwischen euch, da haben wir das Ass der Stäbe. Ass der Stäbe steht für die Chance auf ein Neubeginn im Element Feuer, also im Element der Lebenswut, Lebensenergie, Lebensleidenschaft. Ne? Und dann kommen wir zu deinem Gegenüber. Den haben wir im Modus König der Münzen. König der Münzen kann für dein Gegenüber stehen, kann aber auch theoretisch für wen anders stehen, kann für Männlein stehen, aber auch Teilaspekt von Weiblein sein. Wir werden es in der weiterführenden Legung sehen. König der Münzen, eine Person, die im Großen und Ganzen auch einen guten Blick auf die äußeren Werte und Geschehnisse hat. Aber jetzt gucken wir erstmal in die 3 der Schwerter und das Ass der Stäbe. Mit den 3 der Schwertern habe ich das Gefühl, was hier auch die Legung sagt, ist, dass es gerade noch alte verletzte Gefühle, also Gefühle, die aus alten Dingen stammen, großen Raum bei dir einnehmen. Jetzt in dieser Zeit, die wir jetzt haben, ne, das ist vorübergehend und das ist dann auch irgendwann durchgekaspert, aber jetzt ist es eben noch nicht durchgekaspert. Jetzt hast du noch sehr, sehr viel damit zu tun, haben wir hier schon gesagt. Ne? Alles, was präsent ist oder aus der Vergangenheit kommt, das dreht sich eher um andere Dinge. Hier haben wir dann eher dein Gegenüber mit drin. In der unteren Reihe, jedenfalls so, wie ich das wahrnehme. Das Ass der Münzen. Ass der Stäbe. Das nehme ich sehr ruhig wahr. Das nehme ich sehr ruhig wahr. Ein bisschen ähnlich wie dich hier unten. Das ist potenziell da, aber es schlummert ein bisschen. Aber ich habe auch das Gefühl, es trägt auch ein Stück durch. Also es ist schon eine Ressource. Wenn du da aktiv auch hinspürst, dann fühlst du das auch. Das ist eine Ressource, das ist etwas sehr, ja, Schönes, wie ich das wahrnehme, was zwischen euch ist, aber was momentan etwas schlummert.
muss ein bisschen gedimmt werden, weil andere Themen Vorrang haben. Das nehme ich als deine Beziehungsenergie wahr. Ob das auch für dein Gegenüber zutrifft, werden wir in der weiterführenden Legung sehen. Da wird das deutlicher. Meistens ist das verbindend. Das heißt, es steht für beide. Manchmal geht es aber eher zu einer Seite hin. Wir werden uns in der erweiterten Legung den König der Münzen angucken, das keltische Kreuz drumherum legen, schauen, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt es her, wo geht es hin und noch einiges mehr. Und werden eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich ziehen. Der Link dafür ist in der Infobox. Ich freue mich sehr, dass du bis jetzt da warst. Ich freue mich natürlich, wenn wir uns gleich wiedersehen. Ansonsten gerne in einer meiner anderen Legungen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben und auch ein Abo da, wenn du noch nicht hast. Denn das unterstützt so einen Kanal immer sehr. Also, meine Lieben, bis entweder gleich oder hoffentlich bald.